Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 54 von Oxygen Not Included. Ja, wir sind hier unterwegs mit diesen zwei Pufflets, die da durch müssen. Und dann müssen wir da weiterschauen. Das nächste ist Camille, die vielleicht hier oben schon eingezogen ist. Gucken wir mal, irgendwo bei ihrem Bett frei. Da ist sie drin schon. Oh, hier sehe ich gerade, das ist mit dem Waschbecken falsch. Und da drüben auch. Dann ändern wir das noch gerade. So, jetzt sind die fürs Waschen passend. Und, oh, einer ist durch. Vielleicht kommt der andere. Ne, hat sich erledigt, der ist wieder zurück. Okay, naja, dann werden wir gleich gucken, dass wir die beiden hier runterkriegen. Ich glaube, wir machen hier noch zu, damit der Raum nicht so groß ist. Und hier müssen wir irgendwie was mit der Schleuse machen. Das funktioniert irgendwie auch nicht so. Wenn ich die da reinlassen will, dann der wird dann da raus. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir, wie wir das bauen. Bis gleich. So, dann gucken wir mal. Was ist hier eigentlich? Keine Samen verfügbar. Okay, alles klar. Die müssen da durch. Wir wollen das zubauen. Das heißt, wir machen da jetzt mal gerade zwei Ziegel hin. Und lass uns mal hier irgendwie eine Schleuse bauen, die so aussieht. Und dann machen wir da eine Tür hin und da eine Tür hin. Und dann können die nachher weg. Und da muss auch noch eine Tür hin. Da. Und hier haben wir noch Sachen, die nicht weggeräumt werden können, weil Lager nicht verfügbar. Sandstein. Wo sind unsere Container? Hier haben wir auch noch die Möglichkeit, welche zu machen. Das ist, glaube ich, Rohmaterial, ne? Mineral. Ja. So, das bedeutet, hier kann auch schon ein bisschen was weitergezogen werden, weil... Ach so, okay. Wenn ich dann noch einen hinstelle, kommt das Wasser dann da durch? Weiß ich nicht. Ah, da müssen wir das mal gucken, dass das von da oben zugebaut wird. Kann das von oben zugebaut werden? Eigentlich ja, ne? Dann mach das doch mal so. Haben wir das. Die brauchen ja hier auch was zu essen. Den haben wir da, aber wir haben ja hier noch viel mehr schlechte Luft, ne? Dann lass uns doch mal das hier irgendwie umbauen, oder? Lass uns mal die Lüftung aufmachen und hier, diese Filter kommen dreifach, den machen wir nochmal daneben und dann kommt da der Auslass hin. Okay, Lüftung brauchen wir nochmal, weil war jetzt nicht so die tolle Idee, das so zu machen. Dieses Rohr muss dahin und von hier aus gehen wir da rüber nachher und da lang und gehen dann nach hier und müssen dann hier, ah ne, da gehen wir hier. Hoch. Gehen wir hier hoch. Und da machen wir einen Auslass hin. Passt. Dann kommt hier die schlechte Luft rein, ne? Die wir hier aufsammeln. Ich hoffe, das klappt so, wie wir es vorhaben. Warte mal, so ein Ding braucht auch Strom, oder? Strom ist hier. Okay, das ist in der Mitte. Das bedeutet, das müssen wir so verlängern. Dann sollte das eigentlich so funktionieren nachher, oder? Wenn die Leitungen alle fertig sind. So, wie sieht es bei den beiden aus? Die sind dann noch nicht durch. Hier ist auch noch nichts gebaut. Gut. Wachstum gestoppt. Steht aber nicht, warum. Wie sieht es mit Essen aus? 40.000, das ist okay. Und den hier, den müssen wir da auch mal rauskriegen. So, da muss man hier entfernen drücken, oder? Und dann machen wir abbrechen. Pufflet-Ei haben wir keine. Wir haben keine Eier da, okay. Dann machen wir so und den brüten wir, wenn welche da sind. Na, da ist er jetzt frei. Überfüllt ist es hier. Das heißt, wir müssten hier größer werden. Klappt das da oben? Warte mal, den hier. Brechen wir ab, dann kann der da drauf jumpen und dann da bauen. Und wir können dann hier noch mindestens einen graben, oder? Und da können wir noch den graben und den. Gucken, ob das was wird. Das so funktioniert, wie wir es vorhaben. Forschung abgeschlossen. Expressomaschine, okay. Können wir denn was forschen überhaupt? Oder wird was geforscht?
Ja, das hier, erneuerbaren Energien, dann passt das ja. Dann sind wir ja noch auf einem guten Weg bei der Forschung, ne? Ah, hier sind schon ein paar Rohre gebaut. Hier aber noch nichts. Müsste mal gucken, das geht hier hoch, das geht nach da, da, da. Die ganze schmutzige Luft geht auch bis da oben. Also das war jetzt hier nicht so die Idee, oder? Da müsste man hier irgendwo zumachen. Ja, das war jetzt hier so ein bisschen unpraktisch dann. Hier ist auch verschmutzter Sauerstoff drin. Okay. Was machen wir da? Jetzt ist es sowieso schon zu spät, würde ich sagen. Der ist sowieso schon. Der geht. Ach, der geht hier überall hin. Der Markkappe, okay. Und hier wollen wir auch noch weiter hoch. Ach, da ist ein Eisbiom, okay. Da ist schmutziges Wasser, da will ich ja nicht hochbauen. Leiter wäre hier und die würde ich jetzt dann tatsächlich da hochbauen. Und wie sieht es hier mit Keimen aus? Gibt es keine. Gut, dann kann da auch weiter hochgebaut werden erstmal. Und wie sieht es hier aus? Okay, da ist jetzt hier frei. Okay, wenn das hier wärmer wird, schmilzt uns dieses Eis noch weg. Das macht ja auch keinen Sinn, ne? Müssten wir eigentlich austauschen. Dieses müssten wir austauschen, diese Stelle. Und der Graupelweizen, der, ja, weiß ich nicht. Und geht dann hier hoch, ne? Da oben kann man aber, na, kann man noch einen Granit sehen, aber das ist erstmal noch nicht so weit. Hier ist auf jeden Fall abgeschlossen mittlerweile. Gut. Oh, einer ist runter. Mach mal hier auf Prio 9. Und da auch auf Prio 9. Wenn der da noch links ist, würde ich das kann sowieso auf Prio 9. Ach, guck mal, da ist sowieso auch schon fertig. Prio 9. Und da auch auf Prio 9, dass das fertig wird. Okay, der ist da. Wäre schön, wenn hier weitergebaut wird jetzt. Okay, jetzt wird natürlich da weitergebaut. So, das heißt, wir können die definitiv zerlegen. Und zerlege die mal ruhig auf 9. Ja, bau mal schnell. Warum wurde das jetzt nicht weiter abgebrochen? Weiß auch wieder keiner, ne? Jetzt geht er da wieder hoch. Das hat gut geklappt, ne? Na, die Tür ist jetzt wenigstens fertig. Naja. Werden jetzt hier wenigstens die Steine gebaut. Okay, da wird er geschniegelt und gestriegelt. Verhungert. Aber wir haben doch jetzt hier das da, oder? Das muss ja jetzt hier keiner verhungern, oder? Okay, eingeengt. So, das ist fertig. Das können wir dann mal öffnen. Auf Prio 9. Und wie war das mit dem Sensor? Aber dafür brauchst du Automatiktüren, ne? Das hat der Mordrak-Block gebaut mit dem Sensor. Die ist jetzt offen, ne? Ja. Die ist zu. So, der Auslass ist schon fertig, aber die Wegleitung dahin ist noch nicht fertig. Hier auch noch nicht. So, hier ist schon gut, ne? Essen 51.000 ist auch noch wunderbar.
Da haben wir schon das Bett fertig. Ja, ob wir hier noch umbauen, weiß ich nicht. Da fehlt uns auch noch eine Tür. Die machen wir da mal schnell hin. Das müsste alles einen nach rechts, oder was? Ja. Aber das ist ein Mordsaufwand, ne? Nur damit hier der doppelte Kanal ist? Ne, machen wir nicht. Hier ist jetzt Prio nicht so hoch. Da können wir mal abreißen. Und dann können wir da auch Ziegel hinbauen zum Laufen, ne? Und dann können wir hier oben auch abreißen. Und das gleiche kann auch hier passieren. Ja, wird wohl klappen. So, jetzt lauf du runter. Ne, macht er nicht. Schade. Okay, ja, ist jetzt nicht so prickelnd, was da gerade vorangeht. Haben wir eigentlich nach unten irgendwo gegraben? Ja, hier. Aber auch nicht weit. Nach da dann, okay. Da ist Chlorgas. Können wir die Leiter aber ein Stück runterziehen noch? Ah ne, geht nicht, weil hier was ist? Neutronium, alles klar. Das bedeutet, das mal weggraben, ne? Weggraben, abbrechen. Das würde bedeuten, wenn hier der ist. Ja, den will ich jetzt aber wissen dann. Das heißt, machen wir Prio 6 hier raus. Der müsste ja hier so stehen, ne? Dann dürfte da ja noch nichts passieren. Schauen wir mal. Können die hier hin? Eigentlich schon, ne? Ja, müsste eigentlich klappen. Darüber können sie auch. Wofür ist das hier? Das können wir wegmachen, ne? Zerlegen. Zerlegen. Leiter können wir da auch zerlegen. Und das können wir auch zerlegen. Genauso wie das, weil hier passiert ja nichts mehr. Die müsste tiefer, aber wir haben das Wasser hier schon. Ja. Ah, guck mal, da ist schon fertig. Das bedeutet, oh, eine Forschung ist auch fertig. Dampfturbine ist fertig, Solarmodul ist fertig. Und hier haben wir noch die Sauna fertig. Okay. Wir wollten aber hier zumachen und das da beides wegmachen. Und dann können wir da noch Tonnen hinsetzen. Sieht erstmal gut aus, oder? Ah, hier ist der Dampf-Chlorgas-Schlot, okay. Dann brauchen wir gar nicht. Warum ist hier gebaut? Will ich gar nicht, oder? Besser nicht, weil da so ein Schlot ist. Ja, okay. Schauen wir mal gerade weiter, oder? Ja, hier ist lauter schlechte Luft, weil wir hier nicht zugemacht haben. Ist ein bisschen doof gelaufen, ne? Auf der anderen Seite eigentlich ziemlich egal, weil wir hier durch können. Oh, da gibt es keinen Strom an dem Filter. Dann kann der Filter auch nicht arbeiten, ne? Hier geht es auch nicht voran, oder? Forschung ist zu Ende. Okay, neue Forschung. Das haben wir durch. Bunkerziegel, Bunkertür. Boah, hier erstmal nicht. Das ist alles zur Dingens. Hammer. Ist das hier neu mit der Forschung? Ich glaube ja, ne? Ja, das war sonst nicht da. Gab es ein Update und das ist da reingekommen, würde ich sagen, ne? Jetanzug, okay.
Fensterziegel, Aerotopf, Tageslichtlampe, okay. Leinwand hoch, Marmorblock. Was haben wir hier für Dinger? Signalzähler, Speicherumschalter, XOR-Gatter, XOR-Gatter, keine Ahnung, Arcade-Automat, Duplikantenkontrollpunkt, virtuelles Planetarium. Ja, das sind die ganzen Gatter, Flüssigkeitssensor, Gaselemente, Zyklus, Timer-Sensor. Haben wir denn hier so einen Anwesenheitssensor, wie der Duplikantenbewegungssensor? Nee. Handlesegerät, das hatten wir glaube ich schon, ne? Teleskop, Kommandomodul, Dampftriebwerk, Forschungsmodul, Gangway, Frachtraum. Warte mal, könnte das da oben beim Dingens sein, bei Tierzucht und so? Hier gibt es da auch so solche Sachen, ne? Leistungssensor, da siehst du. Da gibt es bestimmt hier einen Fischaussetzer. Irgendwo gibt es hier doch bestimmt einen Sensor. Nee. Tiersensor. Sendet ein grünes oder ein rotes Signal auf die Anzahl von Eiern. Haben wir sogar schon. Das ist doch der richtige dann, ne? Okay. Dann bauen wir hier mal weiter. Zu der Mini-Gaspumpe wollen wir hin. So, das bedeutet, diesen Sensor, den muss es ja schon geben, ne? Da ist er, Tiersensor. Den kann ich ja hier reinsetzen, ne? So, wenn der dann da ist, kann man den ja an diese Türen anschließen. Da war ja gerade so ein Signal, also... Dann gehen die auch alleine zu. Da muss ich mal gucken, ob das gleich geht. Da, der ist sogar hier runter. Jetzt geht er weg. Jetzt müsste nur noch der da durch. Dann hätten wir die Chancen, das alles fertig zu kriegen. Ne? Okay, ist jetzt aber nicht schlimm. Wir machen jetzt erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.